Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier aus England. Wir befinden uns gerade in Manchester im sogenannten Flex and Tone Gym. Ja, ist ein sehr, sehr geiles Gym. Man sieht es hier schon so ein bisschen im Hintergrund. Ja, extrem kultiviert, kann man so sagen. Ja, doch kultiviert, kann man so sagen. Wir machen heute eine ganze Oberkörper-Session, angefangen mit ein bisschen Brust, Rücken. Und dann gibt es noch ein bisschen was für die Delts und Arme, also eine komplette Session. Und ich zeige euch ein bisschen was hier vom Gym. Ich zeige euch ein bisschen was aus meinem aktuellen Training. Gab lange kein Update mehr. Also erstmal viel Spaß hier bei diesem kleinen Trainingsvideo. Vor dem Training gibt es natürlich wie jedes Mal einen kleinen Pump-Booster zusammen mit etwas Koffein in Form von Fokuskapseln. Also Koffein und Theanin zusammen hat dahingehend einen sehr, sehr guten Effekt, dass dieses Koffein-High, das man dadurch hat, durch das Theanin etwas gesenkt wird, man trotzdem eine bestmögliche Leistungsfähigkeit und Performance herauskitzeln kann. Zusammen hier mit direkt 10 Gramm Kreatin und als Intra-Workout habe ich mir hier in so eine Wasserflasche etwas von unserer neuen Evonate gefüllt. Und zwar feiere ich das ehrlich gesagt auch als Intra-Workout extrem. Hier sind 50 Gramm Evonate drin, das Ganze auf ungefähr 1,2 Liter gestreckt. So ist das Ganze absolut gar nicht süß, lässt sich super leicht verdaulich trinken und ich habe gar keine Probleme damit. Plus, ihr seid während dem Training mit essentiellen Aminosäuren versorgt, also extrem nice. Mit dem Code KBK spart ihr immer 10% bei Evo Sports Fuel. Ja, und jetzt geht's erstmal ab ins Training. Let's go. I'm a rockstar in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting licks, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Nuketown, stepping off buses, hopping on fits. Kurze Info zu meinem aktuellen Training. Also derzeit bin ich wirklich dabei, das Training durchzuziehen. In Form dessen, dass ich noch meine Priorisierung auf die Brustmuskulatur gelegt habe. Lange Zeit am Rücken gearbeitet. Jetzt schieben wir das Ganze etwas mehr auf die Brust. Und dahingehend einfach in der Front über die Most Muscular noch mal ein bisschen mehr Volumen zu erzielen. Und natürlich auch in der Side Chest Arme, Schulter und Brust anzugleichen, um den Schultergürtel einfach komplett dominant aussehen zu lassen. Dementsprechend jetzt erstmal eine Übung für die Brust. Für die oberen Brustmuskelfasern, subklavikulare Brustmuskelfasern. Hier an der Nautilus. In dem Fall an einer super Incline. Ja, sehr, sehr geil. Motherfucker, I've been mortified, fortified, fitting like a motor car. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seeing some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Gut, ist auf jeden Fall ziemlich harte Maschine hier. Hab jetzt bei dem ersten Satz 9 Wiederholungen gemacht, zweiter Satz 12 Wiederholungen. Damit bin ich eigentlich auch ziemlich glücklich dafür, dass ich die Maschine nicht normalerweise drin habe. Aber bei dem Gewicht war das damals auf jeden Fall schlechter. Ja? Dementsprechend, da ist anscheinend schon was passiert. Jetzt geht's einfach an die nächste Übung. Eine Zurückbewegung für die Schulter. Und dann gehen wir wieder zur Brust über. We be trying to dash just before I land in our tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming, they been scheming. When the birth of a nation came from black niggas seeming. We all know it's black nigga genius. Everybody got the culture, they be black by convenience. Hold on, hold on, gut, wir sind jetzt hier bei der zweiten Übung. Das ist ein Schulterpresse, aber tatsächlich ähnlich vom Bewegungsmuster wie jetzt die erste an der Nautilus. Und zwar haben wir hier den Vorteil, wir können uns relativ gut nach hinten lehnen und dadurch in einen besseren Winkel bringen, um die vordere Schulter besser zu trainieren bzw. optimaler zu treffen. Ist bei den meisten Schulterpressen immer so ein kleines Problem, weil man relativ aufrecht drückt. Und hier haben wir eine gute Möglichkeit, durch eine leichte Rücklage relativ schräg nach vorne oben zu drücken und die vordere Schulter sehr gut mit innen zu involvieren. So haben wir jetzt einmal mit der ersten Übung die oberen Brustmuskelfasern, die subklavikularen Brustmuskelfasern und jetzt hier nochmal spezieller die vordere Schulter mit drin. Also dahingehend sind wir schon mal gut bedient. Dann geht es gleich nochmal an die nächste Übung und zwar an eine Decline-Bewegung oder eine normale horizontale Bewegung. Bedeutet entweder in der Ebene oder nach leicht unten. Mal schauen, was die Maschinen hier hergeben. Aber ich denke, da werden wir auch eine gute Variante finden. An der Schulterübung jetzt ein Topset mit 8 bis 12 Wiederholungen und ein Backoff mit 10 bis 15 Wiederholungen. Top 10, UGK the major, way not play it, it don't stop. Traffic lights, we going, know the time until the... Also Freunde, wir haben hier vielleicht eine Rarität gefunden. Bin mal gespannt, was die Maschine hier mit sich bringt. Ist nett. So Freunde, nächste Maschine hier von CL Fitness. War okay, war noch ein bisschen leicht, aber ist noch ein bisschen was vor uns. Nächste Runde, Precore USA. Nächste Chest Press. Bin mal gespannt, was der Chef hier sagt. Also sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Yeah, buddy. Also Leute, hier auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Maschine. Und zwar haben wir hier eine Precore USA Chest Press im neutralen Griff oder pronierten Griff. Kann man super flexibel einstellen.
Ich habe normalerweise einen D-Climb Push Press auf dem Programm am Kabel an der V-Station. Deswegen bietet sich hier so eine Art Fly-Variante, Drück-Variante an, eigentlich als Press Movement von außen nach innen. Und jetzt gehe ich hier zusätzlich noch in den verstärkten Hohlkreuz, um die unteren Brustmuskelfasern noch ein Ticken mehr in den Vordergrund zu rücken. Und das klappt auch wirklich hier extrem gut. Gerade so in die Rep Range gedrückt. 8 bis 12 wäre die Rep Range. Waren glaube ich genau 8. Hätte aber am Anfang nicht so einen Scheiß machen sollen. Das war eine Wiederholung und ich fäll mich gerade des Todes. On a radar per release, per request, yo. Life is like a dice game, that's a bad thing. Is you bugging, that's a dub. Shoulder struck to the stub. Brust ist damit abgeschlossen, muss auch sagen, die ist komplett voll. Wir haben jetzt insgesamt 5 Sätze für die Brust gemacht. An der Decline Pushpress bzw. an dieser Maschine gab es nochmal 2 Sätze. Ein Satz 8 bis 12 Wiederholungen, ein Satz, ich glaube 14 bis 17 Wiederholungen waren das. Und dementsprechend sind wir jetzt auch durch. 5 Sätze für die Brust, 3 Sätze, nee, Entschuldigung, 4 Sätze für die Brust. 3 Sätze für die vordere Schulter, ist natürlich auch immer ein gewisses Maß an Brust mit drin, genauso auch umgekehrt. Und jetzt geht es erstmal ab, weiter an den Rücken und dann später nochmal zu den Delts, also Side Delts, Rear Delts und nochmal eine Übung jeweils für die Arme. Hey, every time I look out, I'm on my lookout, cause tripping, no I ain't hoping, no sense in voting. Politicians, all of that hating, don't be creating. Food in my kitchen, all of that talking, without no walking. Can't help my vision when I step out and put my neck out. They try to play me, so I don't go out without my blowout. Brought that 380, all of my brothers. Gut, Rücken ist jetzt auch in der Tasche. Haben jetzt nochmal 2 Übungen gemacht. Und zwar eine für den Mid-Back, haben wir die Upper-Back-Pulldowns gemacht. Und dann haben wir noch einmal eine Front-Pulldown gemacht. Mehr für den Lat fokussiert. Beides 3 Sätze. Jetzt geht's weiter an die Arme. Erstmal Bizep, dann Trizep. Und dann werden wir mal schauen, ob die Side-Dress noch ein bisschen können. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, noch 2-3 Maschinen hier zu probieren. Das ist wirklich ein richtiges Paradies. Ab geht's an die erste Bizep-Maschine. Gut, Leute, das war auch das kleine Workout im Flexen Tone Gym. Man sieht hier, richtiges Backsteingebäude. Sehr, sehr geiles Gym, extrem empfehlenswert. Wenn ihr mal hier seid, unbedingt mal abchecken. Und ansonsten, meine Freunde, vielleicht noch hier 2-3 kleine Takes, ja, zum Thema Priorisierung von Muskelgruppen. Wenn ihr Muskelgruppen priorisiert, wie ich in diesem Fall jetzt die Brust, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Einerseits natürlich über die Trainingstechnik, ja, dahingehend an der Technik feilen, um die Technik noch etwas zu verbessern. Andererseits anhand der Übungsauswahl, ja, sprich welche Übungen ihr nutzt, um die spezifische Muskelgruppe dahingehend weiter zu verbessern. Dann gibt es noch die Übungsanordnung, wie ich es jetzt auch gerade in meinem Training nutze. Ihr habt gesehen, ich mache gar nicht mal mehr Sätze in einer Einheit für die Übungsmuskelgruppe bzw. für die Muskelgruppe, sondern ich gehe über mehrere Muskelgruppen hinweg. So, das ist unsere. Das ist unsere. Uber. Ihr habt es gesehen, Uber hat uns dann doch schnell überrumpelt. Wollte ich euch nochmal 2 wichtige Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar geht es darum, dass ihr grundsätzlich bei dem Volumen aufpasst bei einer Spezialisierung. Also ganz viele Leute machen immer den Fehler, dass sie mit der falschen Stellschraube anfangen. Und Volumen ist meiner Meinung nach immer die falsche Stellschraube. Wenn eure Trainingstechnik noch nicht optimiert ist, wenn ihr noch nicht die Übungsreihenfolge geswitcht habt, wenn ihr noch nicht eure Übungsauswahl angepasst habt, dann braucht ihr nicht über eine Volumenanpassung nachdenken. Insbesondere eine Volumenanpassung sollte nicht geschehen aus dem Aspekt heraus, dass nur das Volumen angepasst wird, um das Volumen in der Muskelgruppe zu erhöhen, ohne dass man dahingehend das Volumen woanders wegzieht. In den seltensten Fällen können Personen Volumen letzten Endes lediglich erhöhen. Ja, und wenn sie das können, dann haben sie vorher unter ihrer Kapazität trainiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das unbedingt bei einer Spezialisierung beachtet. Und ich hoffe, diese kleinen Tipps am Ende haben euch nochmal gefallen, ja, und euch geholfen. Alter, schaut jetzt! Lass den Chef mal arbeiten, Junge! Genau, lass den Chef mal arbeiten, Junge. So, auf jeden Fall dürft ihr gerne natürlich ein Like dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst noch nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke für die Benachrichtigung zu aktivieren und meinen Code natürlich bei Evo Sportswear zu nutzen, im The Age of Iron Shop vorbeizuschauen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Drück jetzt auf meine Glocke. Peace aus. Schnauze! Drück jetzt auf meine Glocke! Drück auf meine Glocke sofort!